Moin, herzlich willkommen bei schnuckeligen 4 Grad, diesigem Wetter, teilweise waagerechten Nieselregen, kurzum zu traumhaften Bedingungen zum Fotografieren. Ich möchte heute der Frage mal nachgehen, gibt es eigentlich schlechtes Fotowetter oder gibt es nur die falschen Motive? Deswegen habe ich mich jetzt ganz bewusst dazu entschieden, bei diesem wirklich norddeutschen Schmuddelwetter mal rauszugehen. Ja, und zu gucken, ob sich auch lohnt, bei so einem Wetter zu fotografieren. Begleitet mich einfach mal auf meiner Suche und vielleicht finde ich ja was. That you're distant. There's something about you that's different. I see it in your eyes. Something isn't right. Tell me again what I'm missing. 'Cause you're fading on. We've been here before. Tell me again, just tell me again. Just leave it be. But I see it in your eyes. Something isn't right. Tell me again what I'm missing. 'Cause you're fading out. We've been here before. Tell me again, just tell me again. And I'll make it right. Don't go through that door. Also ich glaube, ich habe ein Motiv gefunden, was auch bei diesen doch eher useligen äußeren Bedingungen ganz gut funktioniert. Und zwar habe ich hier diesen total schrägen Typen, sage ich mal, diesen schrägen Baum. Sieht fast so aus, als ob er gleich umkippen würde. Aber ja, er hält sich noch, bildet einen schönen Kontrast zu diesen ganzen anderen schulmäßig geraden, gewachsenen Bäumen, die hier drumherum stehen. Und wenn ich jetzt hier auch wieder, so gut es geht, den Himmel aus dem Bild lasse, denke ich, wird das Motiv auch funktionieren. Ich habe mir jetzt einen Polarizer aufgesetzt, um diese ganze glänzende Nässe von dem Regen hier gerade noch so ein bisschen zu eliminieren. Dadurch kommen natürlich die ganzen Farben auch noch mal ein bisschen satter rüber, gerade dieser Baumstamm. Ist sehr schön mit Moos bewachsen, also hat so ein richtig schön kräftiges Grün. Ja, und das kitzelt durch den Polarizer natürlich noch mal so ein bisschen mehr raus. Ansonsten habe ich die größte Blende eingestellt, die ich einstellen kann. Ich bin jetzt bei f4,5, 2 Sekunden.
Belichtungszeit und auch 2 Sekunden Timer, so wie immer. Okay, ich bin mal ehrlich zu euch. Ich bin nicht nur rausgegangen, um zu gucken, ob man bei miesem Wetter gute Motive finden kann und sich das Fotografieren auch lohnt, sondern ich bin auch deswegen da. Meine neue Kamera, meine Canon EOS R. Wir haben jetzt schon seit bestimmt anderthalb Wochen richtig mieses Scheißwetter. Und jetzt hatte ich die Schnauze voll und wollte endlich mal raus und die neue Kamera ausprobieren. Deswegen, auch das ist ein Grund, warum ich heute hier bin. So, das erste, was mir bei der Canon EOS R auffällt, bei meinem Workflow hier beim Fotografieren, ist, dass ich meinen manuellen Fokus gar nicht mehr so nutze und so brauche. Ich finde es viel komfortabler, wenn ich jetzt hier hinten über den Touchscreen meinen Fokuspunkt setzen kann. Das klappt wirklich ganz ausgezeichnet, muss ich sagen. Ich kann also hier hin touchen, sage ich mal, drücken, wo ich will. Und der Fokus sitzt auf Anhieb. Also das vorherige mit der Lupe vergrößern und manuell fokussieren kann ich mir hier wirklich sparen. Ich habe das gerade schon mal ausprobiert. Also hier per Fingertipp den Fokuspunkt gesetzt und dann in der Lupenfunktion einfach nochmal kontrolliert. Und das passt Bombe, muss ich sagen. Und eine weitere Sache, die mir bei der Kamera aufgefallen ist, ist, dass ich mit meinem Tastenlayout noch nicht so ganz vertraut bin. Ich habe zu Hause zwar alle Knöpfe meinen eigenen Wünschen angepasst, aber jetzt habe ich festgestellt, dass ich die Lupenfunktion nicht mehr habe. Und die brauche ich ja schon nochmal zum Kontrollieren. Das musste ich gerade im Menü erst nochmal wieder umstellen. So, was man jetzt hier bei der Komposition noch sehen kann, ich mache das Bild einmal sauber. Ich habe also unten noch so ein bisschen Platz gelassen, damit der Baumstamm unten am Boden nicht ganz abgeschnitten ist. Das Einzige, was mich halt so ein bisschen stört bei der Aufnahme, ist hier oben, ich zeige es mal hier, da sind so ein paar weiße Flecken, wo dann doch der Himmel so ein bisschen durchlugt. Aber ich denke, das werde ich in der Nachbearbeitung wegstempeln. Das ist jetzt nicht so viel und ich denke, das sollte problemlos möglich sein. Ansonsten, ja, finde ich die Bildaufteilung ganz gelungen. Wie gesagt, von unten rechts nach oben links läuft der Baumstamm so durch und grenzt sich halt hinten von diesen geraden Baumstämmen so ein bisschen ab. Ja, gefällt mir ganz gut soweit. Ich werde trotzdem nochmal eine Aufnahme im Querformat machen. Der Baum ist im Hochformat jetzt relativ eng ins Bild reingepresst. Ist okay, aber ich guck mal, wie es im Querformat aussieht. Ob ich ihm da noch ein bisschen mehr Luft verschaffen kann, ohne dass ich zu viel störende Elemente jetzt noch ins Bild reinbekomme. Ja, fokussieren kann ich wieder wunderbar hier über ein Touch-Display. Das ist schon eine geile Sache, muss ich sagen. Willkommen in der Zukunft. Naja, wie auch immer. Hier Polfilter habe ich auch nochmal neu ausgerichtet. Wie ihr sehen könnt vom Histogramm her, sieht es auch gut aus. Ja, starten wir mal die Aufnahme. Ich will nur nochmal, ich
sehe gerade, ich habe noch die falsche Blende eingestellt. Blende 11 brauche ich nicht. Bin jetzt wieder bei Blende 4. Und Belichtungszeit 3,2 Sekunden. Die Belichtungszeit ist jetzt nicht so entscheidend. Ich habe zwar mal gesagt, dass man im Wald immer auf die Belichtungszeit achten sollte. Ist auch vom Prinzip her richtig. Heute ist aber wieder null Wind. Deswegen habe ich jetzt auch kein Problem damit, die Belichtungszeit bei 3,2 Sekunden zu lassen. ISO bin ich bei 50, habe also dann die maximale Bildqualität, das minimalste Rauschen. Ja, das war doch für die Verhältnisse mitten am Tag bei dem grauen Mistwetter schon ganz okay. Goldene Stunde und Sonnenaufgang wäre ja auch zu einfach. Ich schaue mal weiter, ob ich noch was finde. Erstes Zwischenfazit: Kann man bei schlechtem Wetter fotografieren? Ja, kann man. Kommt auch was Gutes dabei rum? Ja. Ich glaube auch, ist jetzt nicht vielleicht der Hyper-Shot, das supergeile Bild, aber doch, kommt was dabei rum. Ja, mit zu der Entscheidungsfindung, ob man bei schlechtem Wetter fotografieren kann oder nicht, war heute schon meine erste Entscheidung, ob ich ans Meer fahre oder doch in den Wald. Und ich habe mir halt gedacht, am Meer ist es schon schwieriger, den Himmel, der halt wirklich absolut nichtssagend ist, aus dem Bild rauszulassen. Und ich finde, so Küstenlandschaften wirken halt auch nicht so gut, wenn man total flaches, nichtssagendes Licht hat. Deswegen, ja, die Entscheidung heute auch, für mich noch mal in den Wald zu gehen. I get the vibe that you're distant. There's something about you that's different. I see it in your eyes. Something is cause you're fading on. We've been here before. Tell me again, just tell me again, and I'll make it right. Don't go through that door. Tell me again, just tell me again, and I'll make it right. Ja, ich bin noch mal raus aus dem Wald und habe noch diesen schönen kleinen See hier gefunden. Und ja, da glücklicherweise, wie gerade schon gesagt, fast überhaupt keinen Wind haben, haben wir eine sehr schöne Spiegelung hier. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich nehme diese Baumreihe, die gegenüber am Ufer steht. Man kann das im Hintergrund sehen, da. Und setzt die so ins Bild, dass sie halt links anfängt und dann halt so langsam runter geht und da diesen kleinen Baum oder Busch nehme ich so als Endpunkt mit ins Bild hinein. Ja, Blende kann ich jetzt wieder relativ groß wählen. Ich habe jetzt keinen starken oder wichtigen Vordergrund.
Im Endeffekt ist nur diese Spiegelung und die Baumreihe hinten entscheidend. Deswegen habe ich mich jetzt für eine Blende von F4 entschieden. Ja, und das ist es im Endeffekt. Ich habe keine Filter. Die Reflexion ist so stark genug, da brauche ich eigentlich nicht weiter mit dem Polfilter arbeiten. Ich denke, so vom Motiv her ist das eine Aufnahme, die sich auch gut in Schwarz-Weiß umsetzen lässt. Aber das werde ich erst in der Nachbearbeitung dann am Rechner machen. Bei diesem Motiv geht es halt wirklich rein um die grafische Bildwirkung, sage ich mal. Deswegen ist jetzt auch wirklich der Himmel und ja, die nicht vorhandenen Farben vollkommen nebensächlich. Es geht rein darum, dieses ja, Zulaufende von der Baumreihe und der Spiegelung im Wasser durch das Bild hindurch ja, so ein bisschen als grafisches Element zu nutzen. Ja, Viertel nach vier, zweites Bild im Kasten und es wird fast schon dunkel. Aber man konnte heute ganz gut sehen, obwohl es keine vermeintlich guten äußeren Bedingungen waren, wie man im Hintergrund auch nochmal sehen kann, null Zeichnung im Himmel, diesiges Wetter, ja, normales Tageslicht, flaches, nichtssagendes Tageslicht, kann man doch ein paar ganz nette Aufnahmen machen. Natürlich ist so ein Sonnenaufgang oder so ein Sonnenuntergang, goldene oder blaue Stunde, natürlich eine total geile Sache, gar keine Frage. Aber auch so tagsüber bei solchen Verhältnissen hat das Fotografieren durchaus seinen Reiz. Und man sollte doch, denke ich, öfters mal mutig sein und einfach die Kamera sich schnappen und mal auf Motivsuche gehen. Ja, hat sich's gelohnt. Allein schon wegen der neuen Kamera hat sich's gelohnt. Endlich hatte ich jetzt mal Zeit, meine EOS R das erste Mal in Field, sage ich mal, draußen das erste Mal richtig zu testen. Kurzes Fazit. Ja, ist schon geil. Macht die ganze Sache schon einfacher als vorher mit meiner 6D. Brauche aber noch so ein bisschen Eingewöhnungszeit, um mich an alle Knöpfe, an das ganze Layout so ein bisschen zu gewöhnen. Aber macht auf jeden Fall richtig Spaß. Neues Spielzeug halt. Ja, okay. Das soll es von mir erstmal gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Vielen Dank an der Stelle schon mal an die jetzt knapp 200 Abonnenten. Freue ich mich wirklich sehr drüber. Würde mich natürlich noch mehr freuen, wenn weitere hinzukommen. Deswegen gerne Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und ich denke, es gibt auch sehr bald wieder Nachschub. Wahrscheinlich dann nochmal mit einer Vorstellung meiner neuen Kamera, so etwas mehr im Detail und warum ich mich jetzt, ja fast 2021 haben wir jetzt, mich für die EOS R noch entschieden habe. Aber dazu mehr in einem anderen Video. Bis dahin sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal.